Eine hügelige Landschaft, Vogelgezwitscher und ganz viel Grün. Wir befinden uns ganz genau in Wien. Experte Alexander erkundet mit uns den Urwald der Stadt. Herzlich willkommen im Lainzer Tiergarten. Wir werden heute gemeinsam eine Wanderung über den Johanniskogel zum Wiener Blick machen und dort auf die Stadt Wien und einen wunderbaren Teil des Biosphärenparks Wienerwald schauen können. Der Johanniskogel ist 377 Meter hoch und befindet sich am Rande von Hitzing. Vor fast 40 Jahren wurde er zum Naturwaldreservat erklärt. Der Lainzer Tiergarten ist eines der artenreichsten Gebiete im Wienerwald. Es gibt zum Beispiel 23 Pflanzenarten, die es in ganz Wien nur im Lainzer Tiergarten gibt. Und der Lainzer Tiergarten ist auch eine ganz besondere Landschaft, eine Kulturlandschaft. Alles, was man hier sieht, ist durch den Menschen entstanden, weil der Lainzer Tiergarten lange Zeit kaiserliches Jagdgebiet war. Was diese gefiederten Bewohner gar nicht lustig finden. Deshalb schnell weiter in den 45 Hektar großen, für Besucher normalerweise unzugänglichen Urwald. Wir sind jetzt im Urwald Johanniskogel. Das ist ein ganz besonderes Gebiet, wo nur ungefähr 10 Gruppen bei geführten Wanderungen herein dürfen. Ansonsten darf sich dieses Gebiet ganz entwickeln, wie es die Natur will, ohne dass wir Menschen hier eingreifen. Das ist der größte Pilz im Lainzer Tiergarten. Er ist 13 Jahre alt. Ja, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass Pilze weder Pflanzen noch Tiere, sondern eine ganz eigene Gruppe von Lebewesen sind. Hier findet man auch viele verschiedene Baumarten, zum Beispiel Buchen, Feldahorne und Eschen. Das absolute Highlight sind aber die Eichen. Sie sind teils hunderte Jahre alt und haben mehr als 4 Meter große Stammumfänge. Dieser Eichenbaum ist über 500 Jahre alt, einer der größten im Johanniskogel. Und auch er hat einmal so klein angefangen. Bei uns heißt dieser Baum Kaisereiche, weil vor einigen Jahren der japanische Kaiser zu Besuch war und diesen imposanten Baum ganz besonders bewundert hat. Bewundert ist glatt untertrieben. Der Herrscher zückte beim Anblick des grünen Riesens sogar seine Kamera. Eine absolute Seltenheit, denn das tut er nur, wenn er besonders beeindruckt ist. Weiter drüben werde ich euch jetzt zeigen, warum dieses absterbende Holz ein ganz wichtiger Lebensraum ist. In diesem abgestorbenen und toten Holz leben ganz besondere Tiere und Pilze. Ein ganz seltener Käfer ist der große Eichenbock, unser größter Käfer in Österreich. Die Larven fressen im absterbenden Holz und machen diese interessanten Muster. Und ein anderer, den ihr sicher alle schon einmal gesehen habt, ist der Hirschkäfer. Auch da leben die Larven im absterbenden Holz und brauchen 4 bis 5 Jahre, bis sie vom Ei zum großen Hirschkäfer sich entwickeln können. Einblicke in den faszinierenden Kreislauf von Werden und Vergehen. Frische Waldluft, friedliche Stimmung. Wer den Johanniskogel entdecken will, kann sich jederzeit für Führungen anmelden. Und wer jetzt Lust aufs Wandern bekommen hat, es gibt in Wien 13 Stadtwanderwege und ein Heftel dazu, wo auch eine Karte drinnen ist. Und wenn ihr wandern geht, denkt daran, das Wetter kann schlecht werden oder es kann gatschig sein. Also Regenschutz und feste Schuhe sind auf jeden Fall gut und vielleicht auch ein Erste-Hilfe-Zeug. Und beim Wandern, mein Tipp, links und rechts schauen, es gibt viel Natur in Wien zu entdecken.